In diesem Video fahren wir rund um Tabernas durch die Halbwüste. Wir sind jetzt in der Gegend von Tabernas angekommen. Es ist eine Steinwüste, etwas gebirgig. Es gibt diese trockenen Flusstäler, die Ramblas. Und da werden wir uns jetzt die nächsten Tage ein bisschen Offroad vergnügen. Genieß? Ja. Jetzt wird's lustig. Jetzt fahren wir wirklich mitten in die Wüste. Also in die Olivenbaumwüste. Schlamm und Oase passt zusammen. Ja. Los. Oase passt auch gut. Ja. Kleiner Fluss. Oase. Der erste Teil an der Oase ist tatsächlich zum Teil nass und über Felsen. Und da sind schon größere Bodenunebenheiten. Ist etwas schwerer zu fahren auf jeden Fall. Und man braucht schon Bodenfreiheit, sonst würde ich es nicht empfehlen. Ja, dieses Flusstal war oben zu eng. Da waren einige Felsen im Weg und es hat sich doch dann als zu schmal erwiesen. Aber jetzt fahren wir das nächste. Thank you.
Das macht unglaublich viel Spaß. Vor allem hier gibt es Sand und große Steine und naja, und man hat auch das Gefühl, nicht viel oder eigentlich nichts kaputt zu machen, weil es ist einfach der Boden von diesem Fluss und dann halt nur Sand. Ja, also es ist wirklich klasse. Piste ist eigentlich flüssig fahrbar, ein bisschen Sand, ein bisschen tiefere Stellen sind, aber es ist auch ganz, ganz trocken. Ich denke, es ändert sich kolossal, wenn die Bedingungen nicht ganz optimal sind.